Wenn der einarmige Bandit Ihr bester Freund ist, der Kellner in der Spielhalle Ihren Vornamen kennt und Sie am Ende des Monats mehr Geld verzockt als verdient haben, dann sind Sie vermutlich spielsüchtig. Und damit sind Sie in guter oder zumindest wachsender Gesellschaft. Denn keine andere Sucht nimmt in Deutschland so sehr zu wie die Spielsucht. Da muss dringend etwas passieren, heißt es immer wieder aus der Politik. Aber das Vorgehen, und das sagen nicht nur Betroffene, ist, wenn überhaupt, halbherzig. Wohl auch, weil das Glücksspiel auch dem Staat gigantische Einnahmen bringt. In Norwegen nimmt man die Sucht deutlich ernster. Ich kann nicht aufhören. Bei mir, da setzt halt irgendwas aus im Kopf. Da verliert man nur. Und am Ende gewinne nicht ich, sondern Spielhalle. Oder die Bank. Da ist mal in einer Stunde sind 400 Euro weg. Meistens kommt nichts raus. Arndt, Anna und Sven sind süchtig nach dem Spiel am Automaten. 3 von ca. 400.000 Betroffenen in Deutschland. Süchtig nach den bunten Bildern, dem Automatengeräusch, der Aussicht auf das schnelle Geld. Dass Glücksspiel gefährlich ist, weiß die Bundesregierung. Die gültige Spielverordnung soll die Gefährdeten schützen. Sie legt unter anderem fest, dass ein Kunde an einem Automaten höchstens 80 Euro verlieren darf pro Stunde. Spielsüchtige wie Arndt lassen sich von so einer Regelung aber nicht abhalten. Ich habe dann an 4 oder 5 Automaten gleichzeitig gespielt und war halt der festen Überzeugung, heute klappt es. Ich bin besser als der Automat. Bei mir gibt der heute den großen Gewinn. Doch den gibt es so gut wie nie. Stattdessen sind schätzungsweise 2/3 der krankhaften Spieler hoch verschuldet. Dass die Politik nicht reagiert, liegt vielleicht auch an den Steuereinnahmen. Die sind mit 1,5 Milliarden Euro im Jahr beträchtlich. Trotzdem hat man in Norwegen die Notbremse gezogen. Das Land hatte Riesenprobleme mit Spielsüchtigen. Dann hat man die Zahl der Automaten drastisch reduziert und begonnen, das Glücksspiel zentral zu kontrollieren. Seitdem hat sich die Zahl der Spielsüchtigen halbiert. Alle Automaten sind mit einem Server verbunden. Der Spieler muss sich mit seiner persönlichen Spielerkarte anmelden und identifizieren. Und er darf im Monat höchstens 300 Euro verzocken. Der Umsatz am Spielautomaten ist in Norwegen seitdem um 75% zurückgegangen. Dafür spart der Staat die Kosten für Suchttherapien und Langzeitarbeitslosigkeit. Und darüber könnte man in Deutschland ja auch mal nachdenken.